Hi und herzlich willkommen bei Hattis Mann zerstört das Make-up-Tutorial. Meine Frau bat mich um dieses Voice-Over und wenn man so nett gebeten wird um etwas, dann tut man es auch einfach als Mann. Nach dem Zurechtlegen der Haare und Augenbrauen reißen wir uns nochmal die Nasenlöcher gehörig bis zum Anschlag auf. Dafür Peace und nun Beat That Face. Fangen wir mit dem Paint Pot als Primer an und geben diesen großzügig auf Augenlid und umgebende Haut auf. Und die schönen einklopfenden Bewegungen nicht vergessen. Was gibt's Schöneres als Lidschatten? Love! Nehmen wir nun die helle Lidschattenfarbe auf und geben diese auf unsere Augenlider und Umgebung. Und weil ich so broke bin, habe ich natürlich was vergessen. Danke, Schatz! Versucht symmetrisch die Tesastreifen zum Auge zu kleben. Nehmt einen Bronze-Orangeton auf als Lidschattenfarbe und verblendet es in die obere Lidfalte. Das Ganze immer sehr gut verblenden, Mädels. Tut es. Auch ein bäriger Lidschattenfarbton soll nicht fehlen. Diesen ebenfalls in die obere Lidfalte geben und sehr gut verblenden, bis euch die Hand wehtut. Ganz wichtig. Meiner Meinung nach könnte das jetzt derselbe Farbton sein, aber irgendein Bärenton ist es wieder. Geben wir wieder in die Lidfalte. Ja, scheint ein bisschen dunkler zu sein. Und verblenden das Ganze wieder, dass es schöne Übergänge gibt. Mit einem dünnen Pinsel nehmen wir eine braune Lidschattenfarbe auf und fräsen uns die wieder in die obere Lidfalte. Arbeitet hierbei filigran und sehr genau. Wir wollen diesen Schatten ja auch noch später sehr gut wiedersehen. Dafür verblenden wir jetzt diese Farben alle erstmal miteinander und arbeiten weiter mit einem weißen Kajal, den wir uns auf die untere Lidfalte geben. Füllen die untere Lidfalte aus und verblenden das nun zu den braunen Farbtonen. Gehen wir zu einer geilen Urban Decay Palette über mit einem super geilen Rosaton. Den tupfen wir uns nun einfach auf das untere Lid über diese weiße Kajalfarbe. Und allein das sieht ja schon so hammergeil aus, aber lass mich nachdenken, was wir noch machen könnten. Natürlich Glitter! Hey! Könnte auf der Platte aber auch Schnodder sein. Den Glitter arbeiten wir jetzt ganz vorsichtig und minimal über den Wimpernkranz auf. Und endlich können wir uns von diesen Tesa-Filmstreifen verabschieden. Weg! Tschüss! Ich möchte natürlich erstmal eigene perfekte Wimpern, bevor ich mit Fake Lashes weitermache. Also tuschen wir diese erstmal gründlich. Beim Make-up ist der Untergrund echt entscheidend für den Glow. Also klopfen wir erstmal unsere Tagescreme ein. What? Danach erstmal die Color Correction machen, damit man nichts durchschimmern sieht. Alles andere kann warten. Gebt's doch zu, unser aller Lieblingspart, Highlighter. Yeah. Lasst uns zur Foundation übergehen. Yeah, sie ist ein bisschen dunkel. Wir müssen sie allerdings gut einarbeiten. Passt auf euer Augen-Make-up dabei auf, damit wir nichts zerstören. Ich kenne diese Farbsprays noch aus meiner Kindheit und damals waren sie schon schlecht. Mario Balasco, besprüht den Schwamm und euch selbst reichhaltig. Das Ganze bringt euch nochmal richtig Glow auf eure Haut und auf die Foundation, die ihr mit dem Beauty Blender richtig gut eingearbeitet bekommt. Wahnsinn, Wahnsinn, was ihr für Schläge einstecken müsst. Weiter geht's mit Concealer unter eure Augen in Dreiecksform. Diesmal nehme ich den Urban Decay. Normalerweise, ihr wisst ja, ich liebe den NARS. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Stellen, die wir damit bearbeiten. Dann erstmal wieder den Beauty Blender richtig schön einsprühen mit dem Mario Badescu Mittel und weiterblenden, den Concealer schön verblenden, schön verblenden. Der Pickel hat allerdings das ganze Make-up überstanden. Für die Baking-Methode nehmen wir jetzt einen Translucent Powder, geben das unter die Augen und ja, ein bisschen unter die Nase, an die Nase, am Kinn. Und mit einem Setting Powder werden wir jetzt erstmal natürlich alles weitere setten. Und könnt ihr sehen, wie fluffig das ganze Ding ist? Oh, wundervoll. Bronze die Wand an. Ohne Bronze läuft hier gar nichts. Also legt los. Habt euch nicht so. Schwingt den Pinsel über Stirn und Wangen und so weiter. Ihr kennt das Grundmotto. Schön verblenden. So dürfen natürlich Augenbrauen nicht bleiben. Wir bürsten es erstmal ein bisschen zurecht und füllen das Ganze auf. Ein Glas Nutella soll hierbei wohl auch helfen. Und wenn das dann aufgefüllt genug ist, wird eine Runde abgekotzt wegen dem ganzen Make-up-Smog. Wie ihr wisst, ich liebe momentan den natürlichen Augenbrauen-Look, also wird das Ganze ein bisschen buschiger. Trockene, spröde Lippen. Wir nehmen Martina Gebhardt Lip Balm. Fegen wir uns jetzt erstmal das Puder aus dem Gesicht. Aber shit, ich habe was vergessen. Naja, natürlich die Kontur. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Jetzt mache ich erstmal die Kontur an der Nase. Das Ganze mag recht hart ausschauen, aber wir müssen das Ganze ja auch nochmal super schön verblenden. Es folgt das, was ich eben schon machen wollte, das ganze Puder aus dem Gesicht entfernen. Kommen wir zum Becker Highlighter, der sitzt natürlich wieder on fleek, baby, on fleek. Alter, baby, ich dachte, da kommt ein Mittelfinger, aber okay.
Okay, wir highlighten weiter. Baby, nimm doch mal den Blush zur Hand. Kinnas, die Bärentöne verfolgen mich, aber wir nehmen einen davon und werden den an dem unteren Wimpernkranz auftragen. Okay. Nehmt die braune Farbe vom Anfang und tragt sie an der Wasserlinie auf. Ich brauche doch bestimmt nicht mehr erzählen, dass wir das Ganze auch noch sehr schön verblenden müssen. Selfie-Time. Kapting! Fake Lashes. Story of my life. Aber mal ehrlich, Fake Lashes dürfen einfach bei diesem Look nicht fehlen. Oh yes! Wer ist die Beste? Baby ist die Beste. Gebt euch einen schönen Cremeton auf die Wasserlinie, Mädels. Einen Lidschatten zum Highlighten im Augeninnenwinkel, den nochmal besprühen für den Mega-Shit-Glow-Look. Pink oder Nude oder Black. Heute nicht zu viel und nicht zu wenig. Nude. Darauf kommt noch ein schöner Gloss. Bingo. Ja, Regendusche von allen Seiten. Noch mehr, noch mehr, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Bada boom. So muss es aussehen. Genau so. Zack, zack, zack. Lasst es in eurem Auge zergehen. Dieser Highlighter, der ist zum Piu, Piu. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich wusste vielleicht ein bisschen zu viel. Das liegt natürlich auch daran, dass ich einfach eine Frau, die es drauf hat und auch einen kleinen Dachschaden hat. Nano, nano. Bleibt sauber und haut da rein. Ciao.